Also ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal jemals mich zum Ausflugsziel entwickeln würde. Ich meine, wenn man diesen Lebenslauf betrachtet, ich habe da einst mal eine chemische Ausbildung gemacht und außer das Wissen über, was Osmose ist, ist da nicht viel von übrig geblieben, bis auf einen Satz, den ich nie vergessen werde. Da hat nämlich der Ausbilder in der Ausbildung gesagt, Herr so und so, Herr Rösberger, Sie sind der unsympathischste Auszubildende, den wir je hatten. Gut, wie gesagt, dieser unsympathischste Auszubildende sich mal jemals zum Urlaubsziel entwickeln würde, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Also das Leben schreibt die tollsten Geschichten. Das hier, da waren heute, weil der ganze Tag ist vorbei, ich muss jetzt mal ein paar Minuten ausruhen. Hier war mein Tag der offenen Tür, hier haben wir im Kreis gesessen, fachgesimpelt. Ich hätte nicht geglaubt, dass so viele Leute hier hinkommen. Also wirklich erstaunlich. Die weiteste Anfahrt waren 400 Kilometer, eine Fahrt, irgendwo aus Thüringen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Dass Leute 400 Kilometer fahren, um sich diesen Garten anzugucken, ist erstaunlich. Also ich fand den ganzen Tag überhaupt sehr prima. Ich habe mich bemüht, mit jedem Mal ein Wort zu wechseln, obwohl von heute Morgen 10 Uhr an bis jetzt oder bis eben um 6 Uhr durchgehend Leute hier. Zwischendurch mal eine mächtige Schauer. Ein sehr toller Tag. Also ich bedanke mich bei allen. Ich bedanke mich auch für die netten Geschenke, die dabei waren. Ich hätte nie für möglich gehalten. Und ich habe mich bemüht, mit jedem am Ende ein Interview, ein kleines Interview zu machen, um mal zu hören, was die Gäste davon denken, was die jetzt von diesem Garten halten und was die vor allen Dingen von mir halten, ob ich so bin, wie ich in der Tat auch in den Filmen mich bringe oder ob ich da nur eine Schau abgebe, ob der ganze Garten nur eine Schau ist. Ich habe mit jedem am Ende mal ein paar Worte gewechselt und die Impressionen, die dabei so rumgekommen sind, jetzt hier an meinem Tag der offenen Tür 2013, die kommen jetzt in diesem Film. Ich wünsche mal viel Spaß und ich glaube, die nicht hier waren, die haben echt was verpasst, weil es waren sehr interessante Gespräche. Es ging um Gemüse, um Gewächshaus, es ging um Bienen, wir haben da reingeguckt. Also, es war wirklich eine tolle Sache. Ich bin hellauf begeistert. Wie gesagt, bedanke mich, hätte es nie für möglich gehalten. Und wie gesagt, jetzt kommen die Impressionen, die Eindrücke derer, die hier waren. Tag der offenen Tür bei neulich im Garten DSL-Blog. Ich habe die beiden ersten Gäste hinter mir. Wie hat es euch gefallen? Super. Super? Ja. Wir konnten gar nicht schlafen, wir mussten direkt aufstehen und rüberfahren. Wir haben eigentlich heute keine Zeit, aber wir mussten hier hin, weil das hier so eine... Ja, 2,5 Jahre lang Video gucken, immer neugierig sein und endlich mal los. Fahren dürfen und gucken. Und ist das in den Videos genauso, wie sich das hier darstellt, oder ist da ein Unterschied? In den Videos sieht es größer aus, ne? Ja, in den Videos sieht es noch größer aus. 4000 oder so. Das ist schon groß und das sieht aber so riesig aus, dass man denkt, du brauchst da irgendwie einen Traktor, den du da noch reinfahren kannst. Aber alles authentisch. Also du bist dann echt genauso wie in Videos. Ja, das freut mich zu hören. Habt ihr irgendwas gelernt heute? Das haben wir heute gelernt, dass ich mit den Bienen doch ein bisschen mehr auseinandersetzen muss. Und so, ich möchte Magenta sprühen oder wie das heißt. Hast du ein Blatt probiert? Nee, noch nicht mal. Ja, musst du mal machen, ey. Ja, mach ich gleich. Gut, gute Fahrt. Dankeschön. Ja, danke. Ich sammle ja immer noch Impressionen vom Tag der offenen Tür hier bei mir. Ich habe wieder zwei erwischt, die sich hier gewagt haben, vor die Kamera zu stellen. Und? Hervorragend. Klasse. Man sieht, dass viel Liebe und Arbeit hier drin steckt. Ja. Und ist auf jeden Fall eine coole Alternative zum normalen Leben. Habe ich nicht so viel Unkraut hier? Nee. Ist genau richtig. Alles genau richtig. Sieht gut aus. Aber es ist kleiner. Nur zum Hupfen kriegen. Ja. Es ist kleiner, als es im Internet aussieht, muss man sagen. Ja, das macht dieser extreme Weitwinkel von dieser Kamera da. Aber die beiden haben mich auf eine Idee gebracht. Ich bin mir am Überlegen, ob ich nicht noch einen Erntedreschtag für dieses Getreide hier machen soll. Ja. Weil ich habe immer noch keine Dreschmaschine. Und das wäre ja eine Idee, mal die Leute einzuladen. Und dann kriegt jeder diesen Dreschflegel in die Hand. Und dann können die da draufhauen. Und die beiden haben sich als erstes freiwillig gemeldet, da mitzumachen. Wir wären dabei. Eher. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Gut, ich wünsche euch eine gute Heimreise. Dankeschön. Ja, Mensch, vielen Dank. Dank weitermachen. Ja. Viel Erfolg noch. Hervorragend. Okay. Bis dann. Bis zur Ernte. Genau. Ich habe mir wieder drei geschnappt. Jetzt fahren auch noch auf beiden Seiten hier Traktoren. Mal sehen, ob man das aufnehmen kann. Welche Kritikpunkte gibt es hier? Soweit kaum. Ja, komm raus mit der Sprache. Das gibt's nicht. Es gibt an allem was zu kritisieren. Es regnet. Da hätte es was machen können. Ja, okay, es regnet.
Nee, aber sonst ist doch alles wunderbar, wie ich jetzt sehe. Ja, ich hab nichts zu meckern. Ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht ganz so glauben. Vielleicht ist man selbst viel zu kritisch, als dass man das jetzt glauben könnte. Aber jetzt hört man nichts mehr. Das sind Leute, die haben noch viel, viel mehr Platz als ich. Was haben wir hier? 3,5 Hektar habt ihr? Ja, so also, mit den Feldern. So mit Feldern so ums Dorf rum verteilt, so 3-4 Hektar. Ich glaube, da muss ich mal einen Besuch machen. Wenn die mal so weit sind mit der Selbstversorgung, dann fahre ich da mal hin. Bist du gerne eingeladen? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Super. Ich wünsche euch was. Ja, danke schön. Hier haben wir wieder einen Besucher, der wollte noch seine Meinung äußern. Was gibt's zu sagen? Super. Also ich finde das hier ganz klasse. Und er macht wirklich alles selber. Und es ist hier nichts getürkt. Ja, ich konnte mich davon überzeugen. Und er hat hier auch wirklich nicht hier diesen Copperfield, die ihm da irgendwie unter der Arme hilft. Also perfekt. Also es ist alles authentisch, was ich hier gesehen habe. Auch alles, was die ganzen Videos, kann ich nur bestätigen. Und er macht wirklich hier alles selber. Ja, und ich habe für die Aussage nicht mal was bezahlen müssen. Nee. Vielen Dank. Okay. Die nächste Zuschauermeinung. Was gibt's hier zu sagen? Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass wir hier sein durften. Vielen Dank für die Einladung. Kein Problem. Und vielen Dank für die Einblicke in die Gartenarbeit. Und was gibt's zu bemäkeln? Ich habe ja erst ab September meinen Garten. Das heißt also, ich kann jetzt noch kein Urteil fällen. Aber das sieht sehr professionell aus. Sehr, das ist ein dickes Lob für mich. Okay. Wollen wir uns eine weitere Meinung mal anhören? Was gibt's zu sagen zu der ganzen Sache hier? Ja, ist etwas anders, als das nur auf den Videos zu sehen. Ja, inwiefern? Der Größenordnung. Auf den Bildern ist das immer kleiner, als man das so sich vorstellt. Ja, ich habe mir das schon mal auf Satellit angeguckt, wusste schon, worauf ich mich da einlasse. Wobei da ja der ganze Garten nicht zu sehen ist. Nee, weil die Bilder ja so alt sind. Aber ich wusste ja dadurch, dass du ja selbst Rundgänge machst und die zeigst, konnte ich mir das schon vorstellen, dass es da hinten weitergeht. Ja, es ist sehr viel Arbeit. Ja, die möchte ich mir nicht antun. Ich habe was Kleineres. Nur 46 Meter lang, das reicht mir schon. Ja, und ich denke mal, das ist super gelaufen hier. Und bin ich so, wie ich in den Filmen rüberkomme, oder bin ich anders? Doch. Bist du, wie du in den Filmen rüberkommst? Natürlich. Flunker ich in den Filmen? Nee. Vielleicht ab und zu mal. Oh, raus hier. Okay, danke. Alles klar. Wir haben auch junge Gäste hier, keine Sorge. Junger Mann, was gibt's hier zu sagen? Ja, das ist ein sehr schöner Garten, alles sehr groß. Und man kann hier auch bei dem Tag der offenen Tür viel erleben. Hühner fangen und Bienen angucken. Ja. Also war kein verschwendeter Tag? Nein. Nein? Nein, auf keinen Fall. Das freut mich zu hören. Ja, ein sehr informativer Tag und weiter so finde ich eine gute Sache. Okay, vielen Dank. Gerne. So, hier haben wir zwei spezielle oder einen speziellen Gast. Das ist nämlich auch jemand, den mag schon mal jemand im Internet gesehen haben. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Da wollen wir mal hören, was der zu meinem Garten zu sagen hat. Ja, ich war ja schon mal hier und das ist immer wieder schön und interessant, weil man sieht das immer so in den Videos und dann sieht man das halt in echt und dann ist das was ganz anderes eigentlich. Also lohnt sich mal hier vorbeizukommen. Der meint tatsächlich, ich muss noch so einen Tag der offenen Tür machen. Ja. Hier. Auf jeden Fall, wir kommen dann wieder. Ja, was ist denn da jetzt mal wirklich auf den Punkt gebracht? Was ist so interessant an dieser ganzen Sache? Alles. Einfach mal den Vergleich anzustellen, andere Meinungen zu hören. Ist einfach schön, Gleichgesinnte zu treffen. Und da war eine Menge hier heute, was? Ja. War eine interessante Zeit? Ja, sehr schön. Nicht bereut? Nein, gar nicht. Okay, bis nächstes Jahr. Ja. Und schönen Gruß. Jetzt haben wir wieder einen ganz speziellen Gast, das ist nämlich ein Bienenfachmann. Von dem möchte ich jetzt mal hören, was denn mit meinen Bienen hier schief läuft. Wir haben ja reingeguckt, haben wir eben gesehen, irgendwas mache ich ja falsch, dass ich nur 18 Kilo Honig geerntet habe und er mit einer Zarge allein schon 30, hat er mir eben erzählt. Also irgendwas mache ich falsch und das will ich jetzt wissen, was ich falsch mache. Der Ralf, der macht überhaupt nichts falsch. Der Ralf, dem fehlt nur Erfahrung. Und ich denke, in den nächsten Jahren wird der liebe Ralf das schon hinkriegen, dass er auch von der Zarge 30 Kilo Honig bekommt. Ja, wie lange brauche ich denn noch? Ja, ich schätze mal 3 Jahre. Drei Jahre? Wenn du dir viel Mühe gibst, 2. Ja, bis dahin haben mich die Bienen echt an den Nervenzusammenbruch gebracht, ey. Bienen sollen dich beruhigen. Ja. Lieber Ralf, ich wünsche dir alles Gute. Habe ich auch mal gedacht. Okay, vielen Dank. Ich hoffe, jetzt haben wir jemanden hier, der meint, er hätte hier heute was gelernt.
Hast du was gelernt oder ja, hast du nichts natürlich gelernt? Habe ich was gelernt. Ich habe viele Sachen gelernt. Einmal, was man nicht macht. Und auch, ja, aber wie man kann. Kann man jede Menge bei mir lernen. Ja, aber nicht nur bei dir. Ich sag mal, das ist ja überall. Und das ist ja gerade das Schöne. Deswegen bin ich auch gekommen, um hier etwas zu lernen, um einige Dinge zu sehen, wie man es nicht macht. Habe ja auch Verstärkung hier noch mitgebracht. Die weibliche, die Uta Mathilde, die sehr gut Bescheid weiß, was jetzt Permakultur und solche Sachen alles angeht. Da müssten wir die eigentlich auch mal vor die Kamera zerren. Weil ich wollte unbedingt mal wissen, was so ein Permakultur ist. Ich hätte mir gewünscht, es käme jemand hier vorbei, was der von dieser ganzen Sache hält. Ja, also komm da mal kann rüber ich hier. Nur weißt hier du, wie wir das jetzt machen? Ich drehe die Kamera einfach rum. Nee, weil ich will das jetzt wissen. Ich will jetzt von einem Permakulturisten wissen, drei Punkte, die ich hier dringend ändern muss. Also ich würde den Garten anders anlegen. Ich soll neu anfangen. Da, wo du jetzt Gemüse wächst, soll da wohin, wo der Rasen ist, meinst du? Ich soll das wechseln. Ich würde hier oben so würde ich einmal so im Rundhochbeete anlegen, in die du dein Gemüse reinsetzen kannst und das Ganze in eine Mischkultur in die Hochbeete rein. In die Hochbeete kannst du halt mulchen, schon abmulchen mit dem Schnitt, was du hier rausholst. Und die 1500 Schnecken, die gehen dann von den Mulchbeeten weg? Nee, aber sie fallen nicht mehr ganz so auf. Ach so. Du hast in der Mischkultur drin, hast du Sachen, wo die Schnecken dran gehen, wo die Schnecken nicht dran gehen. Ja? Ja, und auch Pflanzen, so, die kräftig genug sind, die du vorgezogen hast und was kräftig genug sind, und du setzt die rein, so überlebens eigentlich. Das sehe ich bei mir jetzt auch. Ich habe Pflanzen rausgesetzt, die waren nicht kräftig genug. Die sind jetzt anfällig dafür gewesen, war zu wenig da für die Schnecke und die anderen, die kommen jetzt. Ne? So, da sind die vorher mal ein paar dran gewesen an ein, zwei Blättern und der Rest wächst. Und da ich aber alles schön durcheinander habe, wie gesagt, ich habe im Endeffekt, so wie du ein Weizenfeld hast, ein Blumenfeld und dazwischen ist mein ganzer Kohl und meine Kohlrabis und mein Salat und dieses und jenes. Wenn du bei mir reinkommst, denkst du erstmal, das ist eine Blumenwiese und das ist kein Gemüsegarten. Okay, aber du hast nicht als Ziel, deine Familie komplett aus dem Garten zu ernähren? Demnächst mal, ja, wenn ich mehr Platz habe. Ja, dann müsste ich mir das unbedingt mal ansehen. Ja, mit deinem Platz hier oben, also wenn du das hier oben so ein bisschen anders anlegst, ne, so kannst du deine Familie ernähren. Außer mit Getreide. Du schickst mir mal eine Mail und dann komme ich mir das irgendwann mal angucken. Kannst du dir gerne. So, das war Punkt 1. Hast du noch einen weiteren Punkt? Habe ich noch einen weiteren Punkt. Ja, wie gesagt, so, du bist hier ein bisschen klar, du hast angefangen, du hast das halt als Monokulturen, immer einzelne Monokulturen angelegt. Auch mit den Bäumen unten im Endeffekt. Du kannst das Ganze ineinander greifend anlegen. Genauso wie unten dein Mais und was. Wenn du in dem Mais ein bisschen mehr Luft dazwischen lässt und so und setzt da die Bohnen mit rein. Da und sind dann Bohnen und drin, da wachsen Stangenbohnen dran, da sind noch Kürbisse dran. Habe ich jetzt nicht gesehen. Doch, sind. Ich habe die jetzt nur außen gesehen und war jetzt nur davon ausgegangen, da du alles ansonsten einzeln stehen hast, dass du es nicht gemacht hast. Sorry. Nee, es sind einige Mischkulturen dabei. Das sind diese klassische Bohnen, Kürbis, genau, Bohnen, Mais, Kürbis, die Hamme. Das, was mir hier halt auffällt, ist, du hast die Bohnen vorne stehen und was so einzeln. Ich hätte jetzt das dann auf jeden Fall ein Bohnenkraut dazwischen gesetzt, weil das Bohnenkraut hält die Bohnen gesund. Du setzt zwischen in die Gurken oder in die bei dem Gewächshaus in die Gurken unter die Tomaten, nicht so ein Stück daneben den Basilikum, sondern setzen da drunter zwei, drei Pflänzchen drumherum zur Gesundung, auch unter die Gurken drunter. Das hilft denen. Das hilft denen. Belegbar, weil ich habe das probiert mit dem Basilikum. Ich habe an den Tomaten keinen Unterschied feststellen können. Doch, also ich habe es definitiv. Ja? Ne, sobald die auf jeden Fall draußen stehen, war es definitiv, die sind gesünder. Sie sind kräftiger, sind gesünder. Ich habe es mit und ich habe es ohne gemacht und was in die Jahre Unterschied waren, wirklich zu sehen, zu merken. Und wie gesagt, wenn du die draußen hast und wenn du die im Gewächshaus drin hast, ist noch ein Unterschied. Das ist, musst du anders arbeiten. Im Gewächshaus musst du anders arbeiten wie draußen. Das ist gar kein Thema, weil du da drin ein anderes Klima hast. Und da drin musst du mehr Feuchtigkeit reingeben. So, das ist trocken mit den ganzen Schwimmmühlen, was die kommen, nur wenn es zu trocken ist in der Luft. Wissen Sie, was wir hier haben? Einen der nächsten Filme hier. Den habe ich jetzt vorbereitet. Vielen Dank. Die Reihen lichten sich langsam. Hier haben wir noch zwei. Die haben so eine Parzelle auf so einem Bauerngarten, also wie heißt das, die Bauern, die diese Felder vermieten in Parzellen. 40 Quadratmeter, habt ihr gesagt? Ja, 50 Quadratmeter. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem, was ich hier mache und was ihr macht? Ja, du hast ein bisschen mehr Arbeit, würde ich sagen. Aber Ernst, du dir auch. Ja, momentan ist super jede viel Menge. Da. Ja. Momentan haben wir Zucchini, Hülle und Fülle. Habt ihr was gelernt hier? Vieles wächst bei dir ehrlich gesagt viel größer. So. Also zum besser. Beispiel hier Zwiebeln, riesig groß. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe die japanische Weinbeere, war es doch, kennengelernt. Ja, ich glaube, die ist noch in keinem Film aufgetaucht. Die muss ich irgendwann mal richtig drüber machen. Also wenn wir einen Garten haben, dann werde ich diese auch anpflanzen, denke ich. Die ist schon toll. Gut, bedanke ich mich. Jo. Vielen Dank dir.
jetzt einen ganz besonderen Gast, der Gast mit der weitesten Anreise. Der Junge sagt, er ist 400 Kilometer hier hingefahren, nur um meinen Garten zu betrachten. Also ich habe gedacht, ich wäre der einzige Bekloppte auf der Welt, aber es gibt echt noch beklopptere Menschen als mich. Haben sich die 400 Kilometer gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Ja, mal ein bisschen mehr. Brauchst du hier nicht so steif zu stehen, guck mal, stell dir einfach vor, du wärst in der Disco. Was gab es zu sehen? Was gab es Interessantes? Hast du schon einen Huhn gefangen? Nein. Nee, wolltest du nicht? Hast du schon mal einen Huhn in der Hand gehabt? Nein. Nein? Nein. Dann musst du gleich noch, musst du noch einmal runtergehen und einen Huhn fangen. Wenn du das nämlich schaffst, also ich habe schon Leute gehabt, die haben eine halbe Stunde gebraucht, einen zu fangen. Meinst du, da kriegst du schneller hin? Ja, mal sehen. Mal sehen? Aber hat sich gelohnt, die 400 auf jeden Kilometer? Fall. Ja. Gut. Bin ich genauso wie in dem Film? Ja. Ja? Okay, gut. Den schicken wir jetzt noch einen Huhn fangen und dann gucken wir, wer sonst noch kommt. So, ich habe wieder zwei Gäste an Land gezogen. Die Frau kann leider aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht. Die ist beim FBI oder so. Aber der Mann wollte eine Geschichte erzählen, die finde ich sehr faszinierend. Jo, also wir schauen uns jeden Abend die Blogs an und wollten uns das unbedingt mal vor Ort anschauen und sind total Fans von, ja, von dieser Selbstversorgung. Und wann guckt deine Frau diese Filme an? Vor dem Einschlafen, um gut schlafen zu können. Das ist aber kein gutes Zeichen für dich. Nee. Also, Scherz beiseite. So, jo. Bis dann. Die Reihen lichten sich langsam. Ich habe hier noch jemanden, der will noch ein bisschen was sagen zu dieser ganzen Angelegenheit, zu dieser ganzen Veranstaltung, die ich hier fabriziert habe. Was gibt's dazu zu sagen? Ja, wir sind sehr spät gekommen, aber ein sehr schöner Garten, würde ich sagen. Du sagtest eben irgendwie, es fehlt ein bisschen die Frauenhand. Ja, also man merkt, dass das mit hoher Professionalität gemacht ist. Ein paar mehr Blümchen noch, ein bisschen Tinnef noch. Nein, eigentlich nicht. Guck mal, jetzt wird er blass. Ja, ich werde mich bemühen. Gut, auf jeden Fall. Aber toller Garten. Vielleicht gibt es ja wirklich mal einen Gegenbesuch, das wäre echt... Die Hühner machen auch einen krassen Eindruck. Schick mir eine Mail, damit ich weiß, wo du bist. Ey. Ja, alles machen. Klar. Gut, wunderbar. Okay, vielen Dank. Wir freuen uns, war schön. Und ich habe es gesagt, Sie haben was verpasst. Sie hätten die 700 Kilometer ruhig in Angriff nehmen können, um sich dieses Schauspiel hier, dieses Schauspiel miterleben zu können. Sie haben was verpasst. Sollte ich das jemals wieder machen? Ich habe gelernt, ich weiß, was man hätte besser machen können. Also vielleicht war ich nicht der beste Gastgeber, muss ich mich für entschuldigen. Haben Sie schon mal einen Tag der offenen Tür in Ihrem Privatgarten veranstaltet? Die allerwenigsten. Ich denke mal, ich habe mein Möglichstes getan. Ich hoffe, die Leute waren auch zufrieden damit mit dem, was sie hier geboten bekommen haben. Sollte ich das jemals mal wieder machen, dann wird das anders laufen. Ich werde den Tag ausklingen lassen mit einem Gläschen Rosenblütensirup. Vielen Dank. Und dazu wenn ich mich recht erinnere, hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler, einem Stängchen kandiertem Riesenbärenklau. Oder kleiner Bärenklau, weiß ich nicht mehr genau. Das werde ich mir jetzt hier genießen und dann den Tag so langsam beenden. Ich bedanke mich und mal einfach probieren. Müsste ich eigentlich auch mal ansetzen. Ich weiß, mir werden die Themen auf die nächsten Jahre nicht ausgehen. Es gibt noch so viel zu entdecken. Ich habe wieder so viel erfahren. Ich habe wieder so viel gelernt, auch von wie andere was machen. Über die Bienen, über Gärten. Und wenn jeder, der hier war, auch ein klein bisschen was gelernt hat, ein klein bisschen mitgenommen hat, dann bin ich zufrieden. Ja, soweit in diesem Sinne. Bis vielleicht zum nächsten Tag der offenen Tür. Im neulichen Garten.de Garten. So, bis dann. Tschüss.